Der heutige Handelstag war von Beginn an von hoher Volatilität und Nervosität geprägt, nach den Aussagen des Moderna-CEOs, wonach die bisherigen Impfstoffe gegen Omikron wohl nicht so richtig wirken. Da war also schon eine gewisse Action dabei. Da hat man dann gesehen, wie volatil die Dinge zugingen. Aber die Wall Street hat sich dann gesagt, ja, das geht uns doch nichts an. Wir haben andere Probleme, ist dann wieder nach oben gelaufen. Aber dann kam die Kapitulation von Jerome Powell in Sachen Inflation. Und was hat der gute Jerome gesagt? Schauen wir uns das mal an. Wir müssen, so hat er es gesagt, das Wort transitory, also vorübergehend, leider streichen. Diese Inflation ist nicht transitory. Die dürfte mindestens bis Mitte 2022 wohl andauern. So der Fed-Chef vor dem US-Senat heute. Und vor allem, das hat Konsequenzen, denn wenn das so ist, dann müsse man die Geldpolitik schneller straffen, müsse also wahrscheinlich das Tapering schneller durchziehen, mithin also die Liquiditätszufuhr für die Märkte schneller reduzieren. Und das war das, was die Wall Street dann nicht so schön fand. Das zeigt mal wieder, wie stark man nach der Pfeife der Notenbanken tanzt, wie die Musik der Notenbanken hier entscheidend ist. Und genau das haben die Märkte dann, wie sie hier dieses etwas jammernde Gesicht hier unten sehen, dann nicht so furchtbar genossen, wenn Omikron möglicherweise neue Lockdowns nach sich ziehen würde. Da sagt man, das ist nicht unser Brot, aber wenn die Notenbank droht, dass die Droge nicht mehr in gewohntem Maße zuzuführen, dann haben die Junkies schlechte Laune. Und so ist es heute gewesen. Ja, was hat ihn denn dazu verleitet? Ich hatte vor fast 3 Wochen schon mal einen Videoausblick gemacht, damals mit dem Titel „Das Team Transitory in Sachen Inflation ist der Tod". Damals waren die US-Verbraucherpreise reingekommen mit plus 6,2%. Und das dürfte der erste Fakt gewesen sein, dass oder die erste Begründung für ihn gewesen sein. Erstens, dass eben diese Inflation nicht transitory ist. Das haben die Fakten letztendlich ja schon längst widerlegt. Und irgendwann muss man, wenn man nicht gerade bei der EZB arbeitet, das eben auch zur Kenntnis nehmen. Das hat Paul gemacht. Der weiß, dass die Frühindikatoren weiter auf steigende Inflation deuten, die Mieten, die massiv gestiegen sind, in die Inflationsberechnung jetzt erst einfließen so richtig, die Gehälter, die deutlich steigen in den USA, die Inventories, die auf niedrigstem Stand sind, dazu gleich mehr, also die Lagerhaltung. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt, das ist der politische Druck von Joe Biden, der irgendetwas gegen die Inflation tun muss. Und der hat der Fed gesagt, also Paul, du kannst weitermachen, aber du musst irgendwie irgendwas tun, denn das ist für Biden extrem gefährlich, wenn die Inflation so hoch ist, weil dann eben die Konsumlaune deutlich nach unten geht, weil die Leute sich das schlichtweg nicht mehr leisten können. Und dann eben dieser Satz, an diesem Punkt ist die Wirtschaft sehr, sehr stark und der Inflationsdruck ist sehr, sehr hoch und jetzt müssen wir halt das Tapering schneller durchziehen. Inflation is not transitory und hier Paul vorher nochmal hatte sich beim Psychiater beraten lassen, der ihn gefragt hat, na siehst du dieses transitory Gespenst noch im Raum, und jetzt hat er sich nach Ende der Therapie entschieden, wohl, nee, ist jetzt weg das Gespenst, also er hat eine erfolgreiche Therapie hinter sich gehabt. Und ja, hier sehen wir nochmal diesen Inflationsticker von Goldman Sachs, bums, auf Anschlag, wo es nur irgendwie geht. Und das Team Transitory, das ist offiziell jetzt The New Guardman, Dennis Guardman, kennen vielleicht die einen oder anderen von Ihnen. Ein Vermögensverwalter, der dann lange Zeit bei progressiven Finanzkreisen als der Kontraindikator schlechthin galt, der immer, wenn er bärisch wurde, ging es nach oben und andersrum. Jedenfalls sehen wir, dass das Team Transitory jetzt offiziell beerdigt ist. Vorher war es inoffiziell tot, hatte so eine Art, naja, Monster-Dasein geführt, so eine Art Golem-Dasein. Jetzt ist auch das vorbei. Wenn wir uns jetzt mal die History anschauen, dann muss man sagen, im März hat uns Paul noch gesagt, also na, Inflationsrisiken gibt es nicht. Im Juni hat er das weiter behauptet, hat immer wieder versucht, die Märkte zu beruhigen und gesagt, nö, nö, das ist alles vorübergehend. Und die Märkte waren dankbar für diese Aussagen. Man wollte ja glauben, das ist wie bei allen Religiösen, und vor allem, wenn sie dann noch drogensüchtig sind, dann glauben sie an den Gott des Heroins und dann nimmt man eben solche Aussagen gerne und ist dann gestiegen. Aber das ist jetzt erstmal vorbei. Hier hat Sven Henrik auch mal erinnert an 2007, als Ben Bernanke gesagt hat, ja, also die Subprime-Geschichte,
im Immobilienmarkt in den USA, die ist contained, also das ist überhaupt kein Problem, ist keine Gefahr. Und er fragt hier, wie behalten diese Jungs eigentlich ihren Job, wer andernorts in anderen Jobs solche Fehler macht, der würde wahrscheinlich dann schnell seines Postens enthoben. Ich hatte vorhin gesagt, die Löhne steigen an. Hier sehen wir mal Dallas Fed Manufacturing Report. Und hier sehen wir, wie stark hier der Druck ist für Lohnanhebungen und vor allem bei denjenigen, die low-skilled sind, die also wenig Qualifikation haben, ist er am stärksten. Wir sehen das aber an allen Fronten im Grunde, dass die Löhne deutlich nach oben gehen. Wir sehen, dass die Fed jetzt gar keine andere Möglichkeit mehr hat. Der Arbeitsmarkt ist schon total heiß gelaufen. Hier sehen wir einen sogenannten Tracker, der sowohl den Arbeitsmarkt abbildet, als auch die Inflation abbildet. Beides oben am Anschlag, dass Paul immer wieder gesagt hat, ja, der Arbeitsmarkt, das war einfach nur eine Ausrede, um eben nicht tapern zu müssen. Aber letztlich durch die Ansage wohl von Biden, der gegen die Inflation jetzt etwas tun muss, konnte er nicht mehr anders und hat diese Wende jetzt vollzogen. Hier sehen wir übrigens nochmal Retail Sales to Inventory, also praktisch die Verkäufe der Unternehmen zu der Lagerhaltung. Die Lager sind leer. Das spricht dafür, dass diese Lieferengpässe nach wie vor natürlich massiv der Fall sind. Das erhöht auch dann den Preisdruck eben dieser Waren. Wenn alle diese Waren wollen, aber die Unternehmen, die Verkäufer praktisch gar keine Lagerhaltung mehr haben, dann ist es eben schwierig. Und all das führt dazu, dass jetzt diese Wende offiziell besiegelt ist durch die Fed. Wahrscheinlich werden die Märkte jetzt so lange quengeln, bis Paul dann irgendwann sagt, nee, also das mit dem Tapering und diesem schnelleren Tempo mit dem Tapering und möglichen Zinsanhebung, das vergesst mal wieder. Aber da kann noch einige Zeit ins Land gehen, da muss noch viel gequengelt werden. Jedenfalls erwartet Bloomberg Economics, dass man jetzt wahrscheinlich das Tapering verdoppelt, also statt 15 Milliarden weniger, dann 30 Milliarden Dollar weniger, die nächste Sitzung ja dann Mitte Dezember. Und jetzt fragt sich ja, was macht denn eigentlich die EZB, das letzte gallische Dorf im Team Transitory? Das sind diejenigen, die letztendlich gegen eine Glasscheibe laufen und sagen, nee, das war doch Luft gewesen, wir nehmen das gar nicht zur Kenntnis. So kamen heute die Verbraucherpreise aus der Eurozone auch wieder deutlich über der Erwartung rein, 4,9%, das ist ein neuer Rekord. Hier unten sehen wir mal die Inflation in der Eurozone, die Headline-Inflation und in den USA. USA uns noch ein Stück voraus, aber möglicherweise nicht mehr lange. Hier sehen wir mal die Dimension, wie das nach oben gegangen ist. Es gibt diese Daten seit dem Jahr 1997 und so etwas hat es noch nie gegeben, mit Abstand noch nie gegeben. Wir waren mal bei 4,3 und ein paar zerquetschten Prozent, aber nicht bei 4,9%. Und dass die EZB dann sagt, ja, also Zinsen werden wir 22 nicht anheben und wir werden irgendwie, wenn PEP ausgelaufen ist, dieses Nothilfeprogramm, dann machen wir irgendwas anderes. Das ist schon natürlich ein starkes Stück. Kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir sehen hier die Zinskurve zwischen der 5- und der 30-jährigen US-Staatsanleihe. Jetzt so flach wie seit März 2020 nicht mehr. Bedeutet nichts anderes, als dass die Anleihenmärkte jetzt eine kommende Rezession schon beginnen einzupreisen. Eben durch die Straffung der Geldpolitik. Man sagt also, die Fed wird einen Policy Error begehen. Sie wird wahrscheinlich gar nicht anders können, als in eine Abschwächung hinein dann schon die Geldpolitik zu straffen. Warum? Weil möglicherweise dieses Omikron, wenn hier neue Maßnahmen erlassen werden, dann wiederum die Inflation verstärkt. Denn wir haben ja derzeit die Situation, ich hatte es gestern schon thematisiert, dass diese Inflation bedingt ist durch eine Angebotskrise. Wir haben zu wenig Angebot und zu viel Nachfrage. Und wenn ich jetzt die Wirtschaft stimuliere, dann stimuliere ich die Nachfrage, was aber am Angebot nichts ändert. Das heißt, ich würde die Probleme verschärfen. Also kann sie nicht anders, als so zu agieren. Wir sehen auch eine Verflachung der Zinskurve zwischen den 2- und den 10-jährigen Anleihen. Und wir sehen, dass heute dann die Anleiherenditen wieder etwas nach oben gegangen sind, nachdem die 10-jährige Rendite jetzt 3 Tage lang so stark gefallen ist wie seit Juni 2020 nicht mehr. Und letztendlich hat der Markt ja schon einige Warnsignale gegeben, das hat Lance Roberts hier nochmal klar gezeigt. Wir haben einen miserablen Breadth, also die Marktbreite hat gefehlt. Wir haben miserable Umsätze, wenn es nach oben geht, und hohe Umsätze, wenn es nach unten geht. So viele Dinge. Wir haben einen fallenden RSI gehabt bei weiter steigenden Kursen. Also man suchte eigentlich nur noch einen Trigger, einen Anlass. Und dieser erste Anlass war Omikron. Da haben wir da am Freitag den Abverkauf gehabt. Aber die Wall Street hat sich dann gesagt, ja gut,
Das ist eher das Problem der Europäer, nicht unser Problem. Aber wenn dann der Godmaster himself, nämlich Jerome Powell, als der Drogendealer eben sagt, der Droge wird teurer oder wird weniger, dann ist der Spaß zu Ende. Und dann ist man schlecht gelaunt. Und hier sehen wir eins dieser Warnzeichen etwa. Wir haben zwar die Indizes auf Allzeithochs gehabt, aber wir sehen, dass wir hier zum Beispiel im S&P 500, der 24% gestiegen ist seit Jahresbeginn, 79% der darin enthaltenen Aktien schon eine Korrektur von durchschnittlich 19% absolviert haben. Beim Nasdaq, der 23% gestiegen ist, haben 61% eine 41% Korrektur durchlaufen. Und beim Russell 2000, der nur 14% gestiegen ist, Nebenwerte, haben 63% oder haben 98% sogar hier eine massive Korrektur durchlaufen. Ich muss die Zahlen nochmal korrigieren. Also beim S&P haben 92% eine scharfe Korrektur von durchschnittlich 19% durchlaufen. Beim Nasdaq 89% der Aktien, durchschnittlich 41%. Und beim Russell haben 98% der Aktien in diesem Index eine durchschnittliche Korrektur von 37% absolviert. Also wir sehen, ohne die großen schweren Tech-Werte, die das Ganze oben gehalten haben, die Indizes oben gehalten haben, wäre das alles nicht gelaufen. Und wir sehen das jetzt, erst das sechste Mal seit dem Jahr 1926, die Aktien, die gefallen sind, die Aktien, die gestiegen sind, deutlich übertroffen haben, sind also deutlich mehr Aktien gefallen als gestiegen in den letzten 7 Handelstagen, wenn der S&P 500 2% oder weniger von seinem Jahreshoch entfernt ist. Also auch das etwas sehr Ungewöhnliches, was wir hier beobachten. Die Frage insgesamt ist jetzt, wir haben bisher gesehen, und das war auch ein Grund vielleicht für die Rallye, natürlich eine gute Berichtssaison. Die Margen der Firmen waren sehr gut. Die konnten diese Margen weitergeben, aber die Frage ist, geht das so weiter? Wir sehen bei den Small Businesses, bei den kleinen Firmen in den USA, dass das bereits nicht mehr so ist. Also das ist die große Frage jetzt. Bleiben die Unternehmensergebnisse so gut, auch wenn jetzt etwa die Fed etwas strenger agieren wird? Wir hatten ja gestern den Cyber Monday und wir sehen es das erste Mal, dass wir jetzt einen Rückgang der Verkäufe hatten. Wir sehen einen Rückgang von 1,4%. Das ist sehr ungewöhnlich. Das ging ja immer nach oben, aber hier sehen wir die ersten kleinen Schwächezeichen. Nochmal zu Omicron. Das war heute ein Grund für Volatilität. Da hat man sich dann beruhigt, nachdem Scott Gottlieb etwa gesagt hat, da ist doch alles gut, da werden schon die bestehenden Vakzine irgendwie helfen gegen Omikron. Regeneron dagegen hat gesagt, also das ist deutlich weniger effektiv, was wir hier an Antikörper Medikamenten hergestellt haben. Aber dann gab es ja noch unseren Urgu Shahin von BioNTech, der gesagt hat, doch, 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 sehr, sehr wirksam. Wir wissen es nicht, das ist alles noch sehr ungewiss. Das hat heute, wie gesagt, diese Volatilität verursacht. Aber dann war eben der Spaß vorbei, als der Jerome Pauli gesagt hat, so, jetzt ist aber erst einmal Schluss mit der Party. Oder ich möchte noch verweisen auf einen Artikel meines Kollegen Wolfgang Müller. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Und mit dem Wolfgang habe ich schon viele Diskussionen seit Monaten geführt. Der war ziemlich fest im Camp Transitory, ist da allerdings auch so ein bisschen abgewichen und hat jetzt in diesem Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke, wörtlich formuliert, ich wage die These, dass die Inflation beim Favoritenwechsel von Growth zu Value ein gewichtiges Wörtchen mitreden wird. Der Wolfgang sagt schon lange, das, was da an Growth, was da bei diesen Nasdaq-Titeln der Fall ist, diese Steigerungsraten, die sind nicht nachhaltig. Möglicherweise hat Paul heute etwas eingeleitet, nämlich, dass es die großen Tech-Werte, dass es die Tech-Werte insgesamt jetzt ein bisschen schwerer haben werden. Wir werden sehen. Ich empfehle den Artikel unter dem Video und verabschiede Sie und mich. Servus und ciao.